Gut, wir sind heute dabei, Dreiecke zu konstruieren. Und zwar, wenn es geht, nur, also so weit wie möglich nur mit einem Zirkel. Mehr machen wir da nicht. Ich gehe jetzt nicht auf die verschiedenen Sonderformen, gleichseitig oder rechtwinkliges Dreieck und so weiter ein, sondern darüber sind wir lange hinweg. Das bedeutet, es sind drei Seiten bekannt. Deswegen SSS. Drei Seiten bekannt. Wir machen nichts weiter als zu Anfang immer grundsätzlich eine Planskizze, und zwar das, was wir schon wissen, das machen wir klar. Beispiel, es sei Seite A gleich 2 cm gegeben, B gleich 3 cm, ich mache das jetzt mal einfach wahllos, und C gleich 4 cm gegeben. Dann sieht unsere Planskizze so aus. Die Seite A in einem allgemeinen Dreieck ist dem Punkt A gegenüberliegend. Also ist die Seite A meistens hier. Wenn ich das als 2 cm, eine kleine Skizze, annehme und B 3 cm, dann mache ich die ein bisschen länger und habe dann hier C. Ich schreibe es kurz ran, A, B, C. Ich weiß also alle drei Seiten. Ich weiß keine Winkel. Deswegen mache ich die jetzt mal blau. Was ich nicht weiß, mache ich jetzt mal blau. Das weiß ich nicht. Die muss ich aber jetzt nicht reinmalen, weil das unwichtig ist für meine Konstruktion, denn die geht so. Ich fange mit irgendeiner Seite an und wenn ich der Reihenfolge nach anfangen möchte, ich kann es jetzt hier auf dem Tablet nicht mit dem Zirkel darstellen, dann nehme ich also ein Lineal und male irgendwie meine Seite so, dass ich erstmal die Richtung der Seite vorgebe und dann mit einem Lineal oder Geodreieck, auf jeden Fall mit einem Maßstab, 2 cm abmesse. Und auch entsprechend mit kleinen Strichen darstelle. Dann schreibe ich A heran. Jetzt kommt Seite B, wenn wir der Reihenfolge nachgehen wollen. Ich nehme 3 cm in den Zirkel, spanne und steche in diesem Punkt hier ein. Und da ich ja noch nicht weiß, wo die Seite dann hinkommt, mache ich hier mit 3 cm einen kleinen Bogen. Jetzt nehme ich 4 cm in die Zirkelspanne, steche ein und mache mit 4 cm einen Bogen. Und wenn sich der Bogen hier bereits kreuzt, hier an diesem Punkt, mit dem anderen Bogen, den ich schon für B gemacht habe, dann habe ich drei Punkte und kann zum Schluss diese drei Punkte verbinden. Und schon ist die Konstruktion fertig. Das werden wir jetzt mal kurz üben mit einigen Größen. Wie gesagt, ich kann es jetzt hier nur so darstellen, ihr könnt es mit dem Zirkel machen. Das machen wir jetzt mal, ich mache mal Pause. Ich stelle jetzt mal in grün die ganze Sache noch etwas erweitert dar. Was wäre denn, wenn ich einsteche hier in diesem Punkt und ich habe hier meinen ersten Kreisbogen gezogen und ich erweitere den Kreis mal und ich mache den Kreis mal etwas hier weiter sozusagen und der geht hier drüben noch weiter. Und ich steche dann auch hier in dem anderen Punkt, im Punkt B ein und mache wieder den Kreis hier größer. Dann sieht man, dass ich hier oben einen weiteren Schnittpunkt habe. Und dann hätte ich hier noch ein weiteres Dreieck, was auch entsteht. Das wäre nicht falsch, das wäre rein geometrisch auch ein Dreieck, ganz normal mit den entsprechenden Seitenlängen. Bloß einen Haken hat die ganze Geschichte. Wenn wir festlegen, grundsätzlich, dass bei einem allgemeinen Dreieck dem Punkt A gegenüber die Seite A ist, dann wäre hier eigentlich der Punkt B, ne? Oder? Und wäre das, oder wie? Gucken wir nochmal. Hier ist A, hier ist die Seite A. Hier ist B, hier die Seite B. Hier ist Punkt C, hier ist klein c die Seite. Wenn ich das hier mache, dann funktioniert das. Dann habe ich A, B, C, das funktioniert. Und meine Seite A liegt meinem Punkt A gegenüber. Wenn ich aber sage, Seite A soll 2 cm sein und liegt plötzlich hier auf der Seite, dann stimmen meine Punkte hier in dem grünen Dreieck nicht mehr überein. Ich nehme nochmal das grüne Dreieck alleine. Das hieße also, das grüne Dreieck würde dann so aussehen. Und dann wäre das eigentlich meine Seite A. Denn, oder, naja, Moment, wir können es ja nochmal probieren. Wenn ich sage, das ist Seite A, dann müsste hier Punkt A sein. Logisch? Wenn ich von vornherein festgelegt habe, hier ist Seite A, ganz egal, und ich nehme das grüne Dreieck,
dann muss hier Punkt A sein und nicht hier, so wie ich ihn eigentlich angedacht habe. Also, daher nochmal, wir schnappen uns grundsätzlich, wir machen uns eine Arbeitsskizze, wie das Ding aussehen soll. Die kleinen blauen Winkel, die lassen wir weg in diesem Fall, die brauchen wir nicht. Und anhand der kleinen Skizze legen wir fest, wo denn dann wirklich der Kreuzungspunkt A entstehen soll, nämlich hier und nicht hier oben. Okay. So, jetzt haben wir uns geeinigt. Wenn ich jetzt also dieses grüne Dreieck nehme, dieses grüne, und ich würde sagen, okay, hier dieses grüne Dreieck, ich nehme das so an und ich würde das drehen, würde Punkt C unten liegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir vorher mit einer Arbeitsskizze, mit einer ganz kleinen Skizze festlegen, wo sollen meine Punkte liegen. Und dann kann es auch nicht passieren, dass ich hier plötzlich noch eine zweite Variante entwickle, die eigentlich von der Reihenfolge der allgemeinen Bezeichnung nicht genügt. So, und noch was kommt jetzt. Wenn ich diese gleiche Konstruktion nochmal wiederhole, also, die mache ich jetzt mal in Aubergine. Nehmen wir mal an, ich würde dieses rote Dreieck nochmal hier irgendwo bauen. Genauso mit Zirkel und so weiter und so fort. Und ich hätte also A und Punkt C und Punkt B und Seite A, Seite C, Seite B. Und ich würde dieses Dreieck hier, dieses auberginefarbene, was genauso konstruiert ist, einfach mal schnappen. Na, hoffentlich rutscht mir jetzt der andere Punkt nicht mit hoch. Dann würde Folgendes passieren, die beiden Dinger, das ist jetzt hier natürlich nicht sehr schön gemalt, ich habe das freie Hand gemacht, dann wären die deckungsgleich. Man sagt auch dazu kongruent. Ich schreibe mal das Wort hin. Das Wort heißt dann also, wenn Dreiecke in ihren Seiten übereinstimmen, zwei Dreiecke, jeweils die gleichen Seiten haben, dann sind sie kongruent. Kurze Pause, falls es Fragen gibt. Gut, jetzt haben wir das durchdiskutiert. Also ich kann durch Überprüfen der Seitenlängen, ohne dass ich erst Dreiecke verschiebe, um zu prüfen, ob die wirklich deckungsgleich sind, kann ich durch Überprüfen von Seitenlängen vergleichen mit dem anderen, jeweils sagen, jawohl, die Dinger sind kongruent. Auch hier, ich prüfe hier zum Grün, passt. Ich prüfe die, passt. Prüfe die, passt. Da muss ich nicht erst spiegeln und drehen und gucken, ob die übereinander passen, die sind kongruent. Ich mache das Video an der Stelle dicht, wir kommen dann zu einer anderen Konstruktion. Also hier wird dann ein Verweis im Video sein, wo es dann weitergeht oder man guckt in der Playlist nach und fertig. Das Video ist an der Stelle erstmal geschlossen und jetzt geht es zum nächsten weiter.